Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von diesem gehäkelten Eichenblatt. Das kann man zu Dekozwecken sehr gut verwenden. Ich habe allerdings den Fehler gemacht und es mit Merino-Wolle gehäkelt. Ihr solltet am besten Baumwolle nehmen, da kommen die Konturen viel besser zur Geltung. In Baumwolle hatte ich leider keine passende Farbe zur Hand. Wir machen 10 Luftmaschen und häkeln dann 8 feste Maschen hinein. Eine Wendeluftmasche machen, die Arbeit drehen und noch einmal 8 feste Maschen hineinhäkeln. Und ein drittes Mal mit Wendeluftmasche noch einmal 8 feste Maschen hineinhäkeln. Dann machen wir wieder eine Wendeluftmasche, aber dann machen wir nur noch 7 feste Maschen hinein. Wir gehen also nicht in das erste Loch, sondern stechen in das zweite Loch ein und bis zum Ende häkeln. So sind 7 feste Maschen. Am Ende wieder die Wendeluftmasche und auf derselben Weise nur noch 6 Maschen hineinhäkeln. Auf diese Art weiter häkeln, bis am Ende nur noch eine einzige Masche übrig ist. Dann können wir den Faden abschneiden und ihn durch die Schlinge ziehen. Das Ganze wird jetzt umhäkelt und zwar fangen wir dort an der Spitze an, wo nicht ein Faden hängt. Nun wird das Ganze umhäkelt und zwar an den Ecken werden zweimal eingestochen und wir häkeln bis kurz vor der Mitte. Dann machen wir insgesamt 6 Luftmaschen und häkeln 5 feste Maschen zurück, so lange bis wir wieder vorne an dem Blatt angekommen sind. Die lose hängenden Fäden häkel ich direkt mit ein, so brauche ich sie später nicht zu vernähen. Dann weiter umhäkeln und an den Bogen wieder zweimal einstechen. Danach machen wir noch eine weitere feste Masche und dann beginnen wir mit Picots. Wir machen 3 Luftmaschen und eine Kettmasche unten in dieselbe Masche hinein. Danach folgen 2 feste Maschen und dann wieder der Picot. Auf diese Weise wird jetzt alles umhäkelt und man muss darauf achten, dass oben in der Spitze ein Picot ist. Weiter umhäkeln bis kurz vor der Rundung unten und dann können wir schon eine Kettmasche machen und den Faden abschneiden und sauber vernähen. Das Blatt wird jetzt nun in die Länge gezogen. Mit einem dunklen Rostfaden werden nun die Konturen des Blattes aufgestickt. Ich fange unten bei dem Stiel an und gehe nach oben und mache dann die Seiten nach und nach bis zu den Picots hin. Weil mein Faden sehr dünn ist, habe ich überall 2 Reihen drüber gestickt. Die Konturen aufsticken und danach den Faden sauber vernähen. Und damit ist das Dekoblatt schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Jule.